Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Craftopia. Entschuldigung, ich bin gerade aus der Puste. Ich bin ehrlich, ich war gerade eine rauchen. Und ja, ich habe mich da ein bisschen gesputet, weil ich die nächste Folge aufnehmen will. Und das geht dann auf die Lunge. Was war das? Failed Cooked. Ne, müssen wir da lassen. Heute will ich auf die Suche nach neuen Erzen gehen. Und zwar will ich die dann auch automatisch abbauen lassen. Ich muss jetzt erst einmal gucken. Ich glaube, das war hier irgendwo, wo wir unsere Maschine haben. Denn ich habe nichts im Gepäck, um... ja, ne, das irgendwo aufzubauen. Dann müssen wir jetzt ganz kurz die Maschine suchen gehen. Ist das dieser Steingolem? Wenn ja, ich will versuchen, den zu fangen. Ja, das ist er. Ich glaube aber, mit der Picke komme ich bei dem besser. Uiuiuiuiui. Ah, ich habe keine Pfeile ausgerüstet. Mist. Wow, das war ein Satz mit X. Haha, nix da. Okay, der ist so gut wie down. Ich würde sagen, wir versuchen es mal. Wow, wo ist der Ball? Nochmal, auf dem Arsch. Okay, geht. Was? Was stand da? Okay, das kann man nicht einfangen. Das ist ja schade. Na dann, schlaf weiter. Da hinten ist die Erzproduktion. Die müssen wir jetzt definitiv beenden. Das geht nicht anders. Wir haben so viel Silber. Das ist ja nicht mehr normal. Komm, einmal hier bitte alles abbauen. Danke. So, dann gucken wir mal hier rein. In der letzten Folge war ja schon ordentlich... Ach du Sch... Ja, no, das ist eine Menge, würde ich mal sagen. Ja. Jetzt ist die Frage, ich brauche Eisen für Stahl. Wo finden wir so ein unendliches, oder was heißt unendlich, was ist denn das? Der Excavator, der farmt ja bis zum Bedrock runter, steht da, und dann ist das Erzvorkommen auch weg und erloschen, ne? Ich weiß ja, dass ich hinten bei den Goblins, ein unendliches Eisenvorkommen, nenne ich es jetzt mal, habe. Ich will dort aber mein Zeug nicht aufbauen, weil die greifen das eben an. Auf der Startmap müsste so ein Vorkommen sein. Da will ich aber ehrlich gesagt nicht hin. Heißt, wir müssten irgendwo anders eine finden. Ich nehme auch ein unendliches Titanium-Vorkommen. Hier haben wir ja schon unsere Holzverarbeitung. Wir gucken mal hier auf der Insel, ob es da so ein schönes Vorkommen gibt. Wenn ja, ich habe ja noch einen Excavator und ein paar Bells in den Kisten, dann könnten wir eventuell sogar eine zweite Produktion starten, wenn wir zwei unterschiedliche Erzvorkommen finden. Und ja, dann lassen wir uns einfach mal überraschen. Na komm, Ladescreen, lade schneller. So, ja, jetzt geht's ans Erzvorkommen suchen und nichts anderes. Wobei mich hier schon wieder andere Ärzte sehr verlockend angucken.
Alter, Fuchs oder was du auch immer warst. Halt die Klappe. Hab ich die Map eigentlich schon aufgedeckt gehabt? Ah, teilweise. Da unten ist ein Vorkommen. Aber was war das? Da ist eine Kiste. Also Kisten looten war natürlich. Ist klar. Und das war ein Sandvorkommen. Das braucht man tatsächlich noch nicht so häufig. Da hinten sind vereinzelt Erze, die man sofort abbauen könnte. Gehst du bitte mal auf den Stein? Danke. Aber ich glaube nicht, dass hier ein unendliches Vorkommen ist. Nee, nur Krokodile. Da hinten ist wieder Silber. Davon haben wir definitiv erstmal mehr als genug. Nee, ist das Silber? Ja, ist Silber. Kupfer und Kupfer. Oh, hier ist wieder so ein Typsi, der Holz will. Genau. Oh, Eisenvorkommen. Wir haben ein Eisenvorkommen. Nice. Du kriegst erstmal Holz. Hier. Und ich habe eine Slate. Oh, wir haben endlich ein Eisenvorkommen gefunden. Nummer 6. Wohin baust du ab? Dahin. Sehr gut. Wird das... Oh, das wird angenommen. Nice, nice. Wo haben wir sie? Da haben wir sie. Die Nummer 6 ist das. Komm, setz dich bitte hin. Drehen. Drehen. LOL. Moment mal. Kann ich das? Wenn ich das so mache. Ach, das geht oben drauf. Scheiße. Scheiße, scheiße. Kann ich das einen Ticken höher bauen? Genau dahin. Und ein Stück nach vorne. So. LOL, haha, der wirft das genau rein. Geil. Da haben wir doch unsere unendliche ja, Eisenproduktion. Wir werden aber hier definitiv wieder Wände setzen, ne? Geht das so ran, wie ich das möchte? Scheint nicht so ranzugehen. Ne. Schade. Hier unten kann auch eins hin. Dort kann auch eins hin. Da und da. Ja. Was soll ich dazu jetzt noch sagen? Wir haben endlich das, was wir Ewigkeiten gesucht haben, auf Anhieb gefunden. Das heißt, wir können erstmal wieder zurückgehen und in der Hoffnung, dass wir hier vielleicht noch ein anderes Erzvorkommen finden, ne? Dann könnten wir uns das natürlich auch noch abgrasen lassen. Ich bin... Ist das das Portal? Nee, das da. Was ist das?
Hier, wo ich mit dem Mauszeiger rumgehe. Ach, das ist die Insel. Okay. Genau. Weiteres Erzvorkommen. Gibt es hier noch ein anderes Vorkommen außer Kupfereisen und Silber? Ja, mit euch lege ich mich noch nicht an, Goblins. Ihr seid mir noch ein bisschen zu krass überpowered. Da reicht mein Level leider noch nicht aus. Das da war wieder Silber. Da kommt ein Dungeon. Da unten kommen wieder irgendwelche Vorkommen. Ist aber nur Stein oder Sand. Schade. Aber gut, wir haben jetzt das Eisenvorkommen. Das ist schon nochmal ein Meilenstein bei uns. Und ich sehe jetzt auf die Schnelle auch kein anderes unendliches Vorkommen. Was ein bisschen schade ist. Ne, hier unten gibt es auch nichts. Waren wir da hinten schon? Ja, da waren wir auch schon. Wir waren aber auf dieser anderen Insel da noch nicht. Auf der da. Wo man ganz weit hinten im Fadenkreuz den Tower sieht. Wo es wieder so einen Pillar gibt. Autsch. Nice Aktion. Hier ist wieder ein unendliches Silbervorkommen. Oh, zwei Kisten. Ah, eine Goldaxt. Ernsthaft. Ist das hier Platin? Ja, so ein Platin-Vorkommen, so ein unendliches hätte ich gerne. Aber ich glaube nicht, dass man das auf den Maps schon findet. Palim, 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 palim. Da läuft wieder so ein Wanderhändler rum. Den gucken wir uns mal ganz kurz an. Was hast denn du? Komm mal her. Okay, okay. Minus 5 Defense, nein. Und die Schwerter sind, ja, alle nicht so mein Niveau. Ach, das sind Schildkröten. Aber das Wasser hier ist irgendwie blauer als das im Ozean. Naja. Das ist auch das einzige Wasser, wo, ja, Gras unten mit drin ist. Hier haben wir noch eine Kiste. Da hinten ist dann dieser Turm. Gut, von den Schwertern haben wir ja schon ein paar. Das ist wieder unendliches Stein- oder Sandvorkommen. Ist aber schade. Ich dachte, hier gibt es ein paar mehr Vorkommen. Schade, schade. Hier oben hätte man auch richtig geil bauen können, muss ich ehrlich sein. Aber ich werde jetzt nicht nochmal mit meiner Base umziehen. Nee, das ist mir dann zu anstrengend und zu viel vor allem. Na, das ist wieder Sand- oder Steinvorkommen. Aber hier oben wirklich, das ist so eben, hier könnte man so geil bauen. Aber nein, vielleicht spiele ich offscreen mal eine Map, mal wieder.
Die alte Map ist ja existiert nicht mehr, weil ich ehrlich gesagt keinen Bock hatte, immer mich um zwei Welten zu kümmern. Außerdem hing ich in der anderen Welt so weit hinterher, das hätte sich ehrlich gesagt gar nicht mehr gelohnt, dort noch irgendwas zu machen. Hier ist wieder so ein Wanderhändler, der ja anscheinend ein Dildo im Hintern hat. Aber nein, der hat auch nichts Interessantes. Da stehen einfach Fässer rum. Ja, gut. Kann man machen. Aber ansonsten gibt es hier leider kein anderes Vorkommen, was mich reizen würde. Das ist ein bisschen schade. Wir gehen zurück zur Base. Wir haben da nämlich einiges an Silber durchzubrennen. Und dann überlege ich mir mal, was wir ja in der nächsten Aufnahmesession machen. Was heißt der nächsten Session? Ich bin jetzt in einer Session, wo ich 3 Folgen aufnehme. Das ist jetzt die zweite. Ob ich noch die Lust und Laune habe, mit dritt aufzunehmen, entscheide ich dann kurzhand nach der Folge. Aber jetzt, ja. Wasser brauche ich noch nicht gucken. Das wird noch ein Weilchen auf sich dauern. Wir können aber zu Anubis hoch. Wir haben doch ein bisschen was im Gepäck. Beziehungsweise in den Kisten. Ich hätte davon gerne mal die Hälfte. Die Hälfte. So. Danke. Waschen, waschen. Noch irgendwas? Nö. Holz da rein. Das war Eisenerz. Das da rein. Ja. Craften. Craften. Ja, also an Erzen mangelt es uns definitiv erst einmal nicht mehr. So, und ich will jetzt aber zu Anubis hoch, denn wir haben ja hier 7 Stück. Ich nehme einfach alle mit. Ja, und den Rest sehen wir dann. Okay, davon werde ich einige brauchen. Ich werde die aber aus Holz bauen, weil Holz habe ich aktuell ein bisschen mehr, als ich brauche. Boah, und die Schafe hier drinnen, die gehen mir immer wieder auf den Sack. So. So, Anubis ist da hinten. Du brauchst gar nicht versuchen, zu mir zu kommen. Ich möchte nicht mit dir spielen. Da oben ist er. Werden wir uns von dem Berg hier hochbauen zu dem Anubis? Ja, dann schauen wir mal. Wir werden hier oben anfangen. Wir müssen eh eine Kurve einschlagen. So, Nummer 6. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Was? Was? Hä? Hä?
Was? Warum? Hä? Oh lol, die Knallbirnen da unten schießen auf das Ding. Alter, ich dachte schon sonst was. Ich habe hier irgendwas Falsches gemacht. Die da brauchen wir noch. Die 6. Die 7 kommt jetzt. Hey Anubis! Ja. 7 Stück Hammer. Maximum Life, Maximum Mana, Maximum Stamina. Wir gehen auf Stamina. So, oh ja, der. Man sieht, es ist größer geworden, der gelbe Spalten. Ne? Das ist schon mal sehr nice. Hier ein bisschen Speed geben. Aber die Stamina verschwindet immer noch sauschnell. Und ich habe noch 2 Skillpunkte. Die kann man auch noch verteilen. Boah, ja. Ja, an. Was ist denn das? Reduct Damage Return from Fire. Oh! Geh mal direkt auf Level 2. Reduce Damage Received from Fire. Also ist, wenn ich das richtig verstehe, krieg ich weniger Feuerschaden. Das ist natürlich sehr nice im Kampf gegen die Drachen. Ja, wenn euch die Folge ein bisschen gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das ist sehr wichtig für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.